Weiter geht's hier mit Assassin's Creed Black Flag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen heute weiter mit Heißt die schwarze Flagge. So heißt die nächste Mission. Edward erfährt, welche Gefahren und Aufregung mit einem steigenden Bekanntheitsgrad einhergehen, während er sich gegen die Briggs verteidigt, die ihn verfolgen. 70 Metall, ein Jagdschiff plündern und 50 Säcke plündern. Auf geht's. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Gut, dann fangen wir mal an. Kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Canway. In die Banden, Hauptsegel setzen! So, gucken wir mal. Warte mal. Wir sollen ein bisschen Zeugs plündern. Das ist ja unwichtig. Ja, warte mal. Ich muss nebenbei noch gucken, dass ich hier mich richtig manövriere. Was wir haben wir denn sicher, da? Captain. Stoff und Rum. Ne, brauchen wir nicht. Ich weiß, das ist Fernrohr. Eine Level 17 Break. Ja. Gut, das ist eher unwichtig gerade. Segel voraus! Eine Militärbrick am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Canway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brick aufzubringen? Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Jetzt kann man gucken, dass ich... Die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs! Die können ebenso rammen wie Breitseiten Metall und Rum. Ich setze die Pulverfässer gegen sie ein, oder? Ei, gute Idee. Einmal kurz freundlich Hallo sagen. Der nächste trifft. Bereit zu feuern, Sir. Feuer! Verdammt daneben! Bereit zum Feuern, Captain. Feuer! Ja! Ja. Kurs wechseln! Wir laufen auf Grund, Cap! Achtung, Edward! Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Wir sollten gerade mal gucken, dass wir hier rauskommen wieder. Die darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Mehr Segel! Alle Segel! So, jetzt fahren wir mal mit Reisegeschwindigkeit ab. Ich kann nicht. Scheiße, das war natürlich nicht so anders geplant. Scheiße. Feuer! Ja! Hebt den Befehl, Sir! Ja, Glück gehabt! Bisschen nochmal am Heck getroffen. Ist sie auf Grund gelaufen? Das, was sonst immer auf sie ist? Du musst ausweichen! Sie will uns rammen! Feuer! Die sind nicht allein, Sir! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Glück gehabt. Gegner feuert! Boah! Ich kann nicht mehr einstecken! Wir müssen gerade mal ein bisschen raus aus der Nummer. Feuer! Captain, klippen direkt voraus! Scheiße! Was hat dir jetzt passiert? Wir sind wahrscheinlich irgendwo gegengefahren, weil der hat gesagt, klippen voraus. Scheiße. Sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die. So, Fernrohr, klar, das müssen wir jetzt immer versuchen. Zahl der Kriegsschiffe. Scheiße. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man an die müssen wir auf jeden Fall Unheil an.
Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Campbell. Holz. Ist denn das Schiff, das ich such dem? Ist das da? Segel voraus! Eine Militärbrig am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Er ist dafür, die Brig aufzubringen. Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs! Sie können ebenso ran wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulver. Oder? Nein, gute Idee. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Schiff kriegen. Sie feuern, Sir! Das schicken wir gerade mal ab. Gehen wir mal aus der Nummer gerade raus, ein bisschen. Das ist sehr gut. Gerade ein bisschen raus aus der Nummer. Feuer! Wie gesehen? Vorbei. Sind die Haken fest? Häng ich an Sie, damit Sie. Sie feuern, Sir! Da gerade gegen gelaufen. Sie gerade hat jetzt gerade gerammt, die das Ding. Segelreffen raus aus der Böe! Großsegelreffen, holt die Marssegel ein! Feuer! Ah! Scheiße. Warum? Was will die gerade von mir? Langsam sie mit Ketten geschossen. Feuer! Wir werden an den Felsen zerschmettert, Sir! Bereit zu feuern, Sir! Dann nehmen wir mal gerade ein bisschen raus aus der Nummer.
Aber ich tue mich gerade extrem schwer an dem scheiß Dinge. Was hatten wir noch? Der hat die Hälfte noch. Feuer! Meiner fertig, Sir. Sind bereit, Feuer! Ja, das ist mir schon klar, dass sie das nicht darf. Feuer! Verfluchte Augen! Ich habe mich jetzt... Sie verarschen jetzt gerade? Wir werden an den Felsen zerschmettert, Sir! Konzentrier dich auf Ruder, Captain! Feuer! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! So, komm ich durch. Sind die Haken fest? Feuer! Nachladen! Der nächste trifft! Kann ich die jetzt nicht irgendwie nochmal... Ich will das Viech haben, das Schiff. Ich befürchte, dass ich das aber ziemlich bitter bereuen werde jetzt. Ich hoffe, das ist eben... Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! So, da nochmal eine. Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Sehr schön. Große Distanz ist der Mörser ideal. Ich habe also fast durch. Wir haben jetzt noch ein bisschen Leben und wir sind fast durch. Wir haben Energie. Feuer! Da, Captain! Das hat schon noch ein direkter Treffer und ich Feuer! Das Schiff reitet! Zu viel Schaden! Wir haben, glaube ich, Gott sei Dank, die Möglichkeit jetzt zu entern. Warte mal, wo ist denn der? Hier. Wir haben es, glaube ich, geschafft, mehr oder weniger. Jetzt geht es, Jungs! Tretet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahl schmecken! So, jetzt haben wir sie.
Jetzt haben wir sie doch noch beim zweiten oder dritten Versuch geschafft. Wir haben sie. Wir haben sie. Geplünderte Beute, 65 mehr Metall. Wir können jetzt das Schiff reparieren, das machen wir jetzt auch definitiv schnell noch. So, adios, bye bye. Und wir müssen jetzt noch 5 Metall finden. Feuer! Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Auf die Wand sind bereit, Sir. Was ist denn du rum? Nicht doch mal eine Brick? Nee, ich höre was. Hat für solche Schwächeres. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Du hast Metall, der Galga, eine Brick. Du hast auch nochmal. Ich habe mal nur gerade Bricks und ich möchte jetzt eigentlich gerade so mich nicht unbedingt mit den ganz Großen anlegen, sondern eher mit was Kleinem, Süßen. Was hast denn du noch da? Zucker. Haben wir noch was? Was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Mission, ne? 50 Säcke Plünder. 50 Säcke Zucker plündern. Ja, gut, okay. Das werden wir schon. Spanier auf jeden Fall. Wir müssen es unbedingt nicht mit den ganzen Spaniern anlegen. Was haben wir hier? Stoff, Zucker. Das ist das Kleine hier. Nimm mal den Schoner hier. Moin! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Warten auf dein Zeichen, Captain! Gegner feuert! Feuer! Getroffen, Captain! Du hast wir haben uns hart getroffen! Aber wir hätten Stahl in euch ergeben sollen! Und die Landratten ein! So, die hat keinen Captain mehr, die Bart. Wir haben sie. Ich glaube, die hat nämlich ein bisschen mit. Die hat, glaube ich, ein bisschen Metall geladen. Hey, sie hat auf jeden Fall Zucker in erster Linie mal. So. So, was haben wir denn noch als nächstes? Kuhmutti haben wir auf jeden Fall mal geholt. Jetzt brauchen wir noch mal. Was haben wir. Was hat ihr jetzt gesagt? 15. Wir werden sie rammen, Sir! So. Ich guck, was da noch so drauf ist. Auf der hier. Metall. Wir können da mal angehen. Das ist eine. Ich meine, das ist eine. Setzt Kopf, Ram und Mars! Gegner feuert! Verdammt, bist du verrückt, Captain! Ja, gut. Gib die Rahn auf den Wind! Obersee, Raption, los! Gut, wir legen uns jetzt nicht mit der an, sondern wir holen uns jetzt die und das, die jetzt gerade ein bisschen auf den Senkel geht. Feuer! Nicht als Salzwasser! Sind bereit, Sir! Feuer! Ja! Bereit zu Feuer! Wir wurden touchiert! Feuer! Ja, 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 das wird bitter. Oh, Glück gehabt, glaube ich gerade. Änder den Kurs. Ja, ja, bin dabei. Uiuiuiuiuiui. Feuer! Sie feuern, Sir!
Ja, das habe ich mir merke schon gerade. Wir haben ein paar Balken eingebüßt, aber es hält noch. Gegner feuern! Ja, so, jetzt haben wir gerade so mit. Jetzt haben wir eine fette Seeschlacht. Da haben wir schon die zweite Brick jetzt gerade gegen uns. Ich krieg jetzt noch die zweite Brick hinterher. Denen könntest du verhindern, dass sie uns rammen. Ich drehe sie komplett in Führung in Gegenrichtung. Wir verkaufen keinen Treffer mehr. Scheiße, das war natürlich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Oh, scheiße. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ja, warte mal. Also, wir haben das Metall auf jeden Fall schon mal sicher. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die großen zu fangen. Ist nicht wild jetzt gewesen, genau. Das wird's. Also kapere und plündere frisch drauf los. Segel voraus! Eine Militärbrick am Horizont. Gutes Auge, Mann. Bist du bereit dafür, Kenway? Sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brick aufzubrechen? Ruf da! Na, genau das wollen wir. Moinsen! Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs. Die können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulver. Oder? Nein, gute Idee. So, auf jeden Fall erstmal. Du musst ausweichen, sie will uns rammen! Feuer! Ah! Das ist, glaube ich, die gleiche, die wir schon mal hatten. Deswegen gebe ich jetzt gerade ein bisschen Gas. Sichere Entfernung mit dem Mörser. Rammen wollen, sind Bienen eine gute Antwort. Feuer! Haltet euch fest! Wir sind beschädigt! Feuer! Lass nach! Ja! Achtung, wir schlossen zusammen! Schwachstelle! Feuer! Bereit zu feuern! Ja, auf jeden Fall schon mal mitgekriegt, gut. Nimm die Kettengeschosse! Feuer! Ja! Kanone bereit! Feuer! Halte Sicherheitsabstand und schieße mit dem Mörser! Weitere feindliche Segel! Sie feuern, Sir! Wir werden auf sie treffen, Sir! Dieser Schiff ist alles außer Betrieb, Sir! Ja, ich wollte sagen, ich tue... Scheiße. Wir nehmen sie jetzt gerade mal ein bisschen raus. Aus der Luft. Beziehungsweise aus dem Dings. Wir wollen nämlich nur das eine Schiff haben. Vorbei! Sind bereit, Sir! Griff
sie aus sicherer Entfernung mit dem Mörser. Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! So. Wir atmen jetzt gerade wieder so ein bisschen durch. Vor allen Dingen, ne? Oh, Glück gehabt. Oh, da kommt noch was hinterher. Da kommt noch mehr. Und jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Luft. Das Problem ist einfach, dass wir zwei Schiffe haben gegen uns. Sie können jetzt nicht allzu viel machen gerade, weil sie, glaube ich... Halte sicher auf Abstand und schieße mit dem Mörser! Daneben! Verdammt! Feuer! Verfluchte Augen! Desynchronisiert, der hat sich. Er hat sich jetzt. Scheiße. So, das versuchen wir nochmal in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.